Hallo und herzlich willkommen zur 246. Folge von Project Unstable 4. Ich hoffe, man hat das Quietschen jetzt nicht zu sehr gehört vom Mikrofonarm. Ja, hallo und herzlich willkommen. Das letzte Mal haben wir ja angefangen, ein bisschen Automation zu besprechen, also allgemein, was wir gemacht haben. Wir hatten die Lunium, wir hatten die Baumfarm, wir hatten die Schaffarm, wir hatten die Mana-Generierung von Botania und wir hatten die Baumform nochmal. Heute werden wir uns mal an dieses Haus wenden. Und wahrscheinlich dann nächste Folge hier drüben weitermachen. Muss ich da mal schauen. Das Ding haben wir ja dann auch noch. Wir werden sehen. Okay. Ich würde sagen, wir gehen erstmal. Hatte ich hier eine Automatisierung oder irgend sowas? Das war ja unser Botania-Raum. Ne, hier haben wir es einfach nur schön gebaut. Ich finde es immer noch so toll hier. Hat was. Okay, nee, hier hat man nichts gemacht, genau. Ich habe nur ein Terminal. Ja, mittlerweile fast 3 Millionen Kopper in jetzt. Wahnsinn. Okay, dann gehen wir mal. Kann ich hier irgendwo runter? Nein. Hier fehlen auch überall Blumen. Super. Ich gucke nochmal kurz hier. Hier war ja nur genau das. Ich weiß noch nicht, ob ich das im E-System gesamt nochmal irgendwie dann besprechen will. So ein paar Dinge, die wir gemacht haben. Okay, gehen wir erstmal runter. Ich würde sagen, wir fangen mit Britannia an. Oh, juckt. Moment. So. Und zwar haben wir hier ein bisschen Britannia. Was ich nicht gemacht habe, was ich eigentlich noch machen wollte, war ja eigentlich nochmal so ein Minecart hinstellen, was praktisch nochmal immer seine Runden dreht. Und dann am Ende praktisch uns auch das Mana hierher liefert für diese Pools, die ja im Endeffekt mich auffüllen mit Mana. Ne, hier dieses schöne Geblubse. Ja, aber im Moment haben wir nur Terminals und eigentlich reichen sie so oft. Sind wir ja nicht hier. Das ist eben die Sache, die mich so ein bisschen. Hätte man noch alles machen können. Wir haben ja allgemein noch viel zu viel Platz, den wir nie genutzt haben. Naja, gut, lassen wir das. Fangen wir mal hier kurz an, weil es gerade aktiv ist. Das hier ist ein Jade Amaranthus. Die haben ja jede Staffel, die uns ein bisschen Blumen generiert. Und letzte Staffel hatten wir folgendes gemacht: Da hatten wir ja die Jade Amaranthus unten, glaube ich, hingebaut. Genau. Und sie hat dann praktisch oben einmal eine Fläche voll mit Blumen gemacht. Und auch drunter hat sie Blumen generiert. Und drunter die Blumen haben wir mit Hilfe von Annihilation Planes, da haben wir ein riesen Feld gebaut mit Annihilation Planes, immer eingesammelt, eingesammelt, eingesammelt. Das ist ein bisschen einfacher gehalten jetzt hier. Wir haben ein kleines bisschen Gras, wo praktisch die Jade Amaranthus ihre Blumen generiert. Und hier oben die Mechanical Miner bauen es einfach nur ab und packen es hier oben in den Trollish Controller. Ende vom Lied. Wir haben hier die ganzen Mystical Flower drin. Und von jedem 32 Stacks. Mehr als genug. Und was überflüssig ist, wird einfach gebeutet. Ja. Wie gesagt, das ist die einfache Automatisierung, die wir hier gemacht haben. Letzte Staffel haben wir eine eigentlich zu komplizierte gemacht, aber ich fand es trotzdem cool. Einfach mal alles so mit dem E-System automatisieren, war auch mal lustig. Genau. Was haben wir hier? Hier haben wir den Runic Altar. Ja, machen wir mal zuerst den. Okay, und zwar haben wir auch wieder Super Circuit Maker gearbeitet, damit wir platzsparend arbeiten können. Und den kompletten Schaltkreis in einen Block bekommen. So. Moment an. Also wir. Okay, erstmal allgemein. Wir wollen Runic Altar automatisieren. Das heißt, wir wollen gerne alle Items, die man mit einem Runic Altar machen kann, herstellen können. Das kann man relativ einfach machen, denn durch Botania wird dem Dispenser ein super Effekt hinzugefügt. Und zwar, wenn man einen Wand of the Forest reinpackt und ihn aktiviert, dann aktiviert er den Wand of the Forest, wenn davor ein Botania-Block ist. Das heißt, man kann mithilfe dieses Wand of the Forest zum Beispiel einen Runic Altar aktivieren. Das funktioniert. Genau. Hier haben wir noch Mana-Spreader, Mana-Pool mit Spark, mit dominanten Dingens drauf, dass er immer praktisch voll ist. Das ist erstmal nur normales Setup. Und das Ding hier haben wir zum Automatisieren. Und dann beginnt jetzt der ganze Spaß. Was wir machen, ist folgendes. Wir haben hier oben ein paar Rezepte drin. Für zum Beispiel Rune of Earth, Rune of Fire und Rune of Air. Nicht Air, Air. Das sind ein paar Runen, die wir haben. So, und was machen die? Die packen die Items in den Hopper. Das Wichtige beim Runic Altar ist die Reihenfolge. Die Reihenfolge wichtig? Nee, die Reihenfolge nicht unbedingt, aber das Problem ist, dass wir
die Hauptbauk hier haben und wir müssen immer nur, das konnte ich nicht beheben, immer nur ein Rezept pro Zeiteinheit. Das heißt, wir können nur sagen, okay, ich möchte jetzt Rune of Air, dann Crafter 2 und dann muss ich nochmal sagen, ich möchte jetzt Rune of Air. Wir können nicht mehrere auf einmal craften, weil sonst würde er die ganzen Items nicht reinschuppen. Das war das Problem. Das Problem haben wir nicht behoben gekriegt. Was wir aber geschafft haben, ist eine indirekte Hilfe. Und zwar haben wir hier den Blocking Mode. Der Blocking Mode sorgt dafür, dass wenn von dem Rezept noch ein Item drin ist in dem Inventar, wo es drauf zeigt, werden die Items nicht reingepackt. Das heißt, in den Hopper kommen praktisch erstmal ein paar Items. Das ganze Rezept passt meist nicht rein. Dann wird das schon mal gedroppt. Die ganze Zeit und dann wird das nächste Rezept reingelegt. Und das wird gedroppt. Und dann sollte eigentlich Folgendes passieren. Wir haben hier einen Inventory Scanner. Und zwar der Runic Altar gibt Stadien ab, sozusagen. Je nach Signalstärke gibt er praktisch ab, was nun ist. Ob er fertig ist, ob er arbeitet. Also ihr habt praktisch 0, nicht. 1, fertiges Rezept. 2, abgeschlossenes Crafting. Und sozusagen, glaube ich. Also praktisch der... war das so? Ich glaube, es war Rezept drinne und dann Rezept fertig, genau. Rezept fertig ist das hier, Rezept drinne ist das hier. Okay, genau, also wir droppen die Items drauf und wenn alle Rezept-Items drinne sind, dann kriegen wir ein erstes Stadium von dem Inventory-Scanner und es radet hier einmal durch. Beziehungsweise, nee, ich glaube, oder war es umgekehrt? 17, das ist Stufe 1. Das heißt, hier haben wir ein Signal von Stufe 1. Muss ich gerade überlegen, wie rum die Signale waren. Wenn das Signal hier auf 2 geht. Genau, kommt hier drüben was an. Okay, ja, genau. Okay, also 1, Rezept ist drin, 2, Rezept ist fertig. So, okay, gut, Entschuldigung. Also, wir bekommen ein Signal. Buff. Das Signal hat die Stärke von 1. Die Konstante hat ein Signal ein kleines bisschen über 1. Das heißt, hier kommt am Ende kein Signal raus. Die Fackel bleibt an, die Fackel bleibt aus, hier passiert nichts. Wenn nun aber die Fackel ausgeht, geht die Fackel an, also wir haben eine doppelte Invertierung nochmal, einfach nur um das Signal auf Stufe 15 zu bekommen, anstatt schon Stufe 1, weil manchmal gibt es da Probleme. Deswegen habe ich es immer auf 15 hochgeballert. Und dann geht das praktisch durch die Redstone Conduit hier hoch an den Hopper. Und der Hopper wird deaktiviert. Das heißt, es sollte eigentlich jetzt genau das Rezept drinne sein. Deswegen muss ich darauf achten, dass der Living Rock am Ende kommt erst. Damit, wenn möglich, das Rezept schon drinne ist, bevor der Living Rock dann fällt. Und der Living Rock fällt genau in dem Moment, wo das Rezept ja eh schon drinne fertig ist. Gut. Ich glaube, das habe ich sogar so. Man kann es nicht hier in der Reihenfolge. Okay. Jedenfalls droppt das drauf. Funktioniert hoffentlich. Also mit einem Rezept funktioniert es. Ich kann ja mal einmal demonstrieren. Machen wir mal eine kleine Demonstration. Wenn wir zum Beispiel eine Rule of Air haben wollen. Kapuff. Die Items werden gedroppt. Vom Hopper. Es ist fertig. Und hier ist noch der Living Rock drin. Und das ist nämlich manchmal das Problem. Manchmal reagiert das zu schnell, manchmal zu langsam. Normalerweise müsste der Living Rock nämlich noch mit reinkommen. Ist er aber nicht. Und jetzt habt ihr gesehen, jetzt wurde es einmal aktiviert. Jetzt kam hier das zweite Signal raus. Signalstufe 2, 1 abgezogen, 1, das Ding wird aktiviert. Und wir aktivieren eigentlich den Spanner mit Wind of the Forest. Das Problem ist allerdings, ja, der Living Rock liegt nicht mit oben drauf. Wenn ich den Living Rock allerdings zuerst drauf lege, kann es passieren, dass das Rezept ja noch nicht fertig ist und dadurch noch ein Item mehr gedroppt wird. Es ist manchmal sehr doof. So, dann werden die hier gedroppt und hier oben die Hopperhock sammelt es eigentlich ein. Puff. Und es landet im Interface und dadurch weg. Genau. Das ist die ganze Automatisierung, die teilweise funktioniert, teilweise nicht. Was halt manchmal so ein bisschen das Problem ist, dass manchmal das Zeug übrig bleibt, weil, wie gesagt, durch Serverlag und so weiter kann es sein, dass es ein bisschen falsch gedroppt wird oder mal nicht rechtzeitig. Jetzt haben wir hier zum Beispiel einen Living Rock schon drin. Jetzt ist fertig und wir haben halt nur ein Rezept. Würden wir zwei Rezepte machen, hätte es sein können, dass vielleicht jetzt noch mehr Items gedroppt werden, was bestimmt nicht ist. So, wir lassen es jetzt mal kurz fertig werden und dann seht ihr, Patch, das funktioniert. Ich gehe weg. Der Puff, es wurde aktiviert. Der Hopper ist jetzt wieder freigegeben, weil hier kein Signal mehr ist. Das Ding ist ausgegangen. Jetzt warten wir nur auf die Hopperhock. Puff, und wir haben es vergessen. Ja, das ist die Runic Altar Automatisierung, die wir diesmal haben. Ohne Computer, ohne weiteres. Wir brauchten nur einen kleinen Schaltkreis. Mehr muss man ja eigentlich nicht machen. Einzige Problem ist natürlich... Hopper.
Was cool wäre, wäre ein, das wäre eigentlich mal eine coole Idee. So eine Art Kiste, die mit einem Redstone-Signal komplett geleert werden kann. Dass man praktisch die Kiste füllt einmal und dann ein Redstone-Signal, Kiste fällt praktisch da unten. Wie so praktisch eine Kiste mit unten einer Trapdoor drinne. Und die Trapdoor geht dann einfach auf. Das wäre eigentlich eine super geile Idee irgendwie. Dass man praktisch die Items ansammelt. So viele da rein. Kann man ja machen. Mit verschiedensten Mods kann man ja sagen, okay, ich möchte genau so viele Items drin haben. Fällt runter. Oder dass man in die Kiste selbst einen Filter packen kann. Ja, egal. Okay. Gut, kommen wir zum nächsten. Zunächst kleineren Automatisierung, sag ich mal. Und zwar, das ist eine relativ einfache. Das ist einfach nur eine Mana-Pool-Automatisierung. Der Mana-Pool hat einen Dominance Spark drauf, das aber voll ist. Und hat drunter einen Alchemy Catalyst. Der Alchemy Catalyst haben wir damals genutzt, weil mithilfe dessen können wir verschiedene Dinge umwandeln. Wir können Blumen umwandeln, andere Blumen, wir können Steine umwandeln, wir können Bricks wieder rausbekommen, wir können aus Cobblestone Sand machen, wir können aus Redstone Glowstone machen. Wir können aus Slimeballs Kaktus machen, aus Gastiers Enderperlen und so weiter und so fort. Genau, und deswegen haben wir das Ding aufgebaut. Und hier haben wir auch ein paar Rezepte drin. Zum Beispiel können wir einen Slimeball aus dem Kaktus machen, einen Eis aus dem Snow und einen Glowstone Dust aus dem Redstone. Das sind Rezepte, die wir eingebaut haben. Dadurch können wir, hier haben wir praktisch keinen Blocking Mode. Wir packen einfach, wenn wir sagen, okay, wir wollen jetzt, Glowstone. Sagen wir, wir wollen jetzt mal 10 Glowstone. Mal kurz Demonstration. Ihr seht, es fällt alles einfach runter und wird dann oben, also wird von der Hopper hier drüben eingesammelt, weil die Reichweite noch reicht. Und puff, wir haben alles eingesammelt und es ist im System, wir haben die 10 Glowstone gemacht. Wozu ist jetzt dieses Ding da? Dieses Ding ist einfach nur zur Sicherheit da. Wir haben hier einen Inventory Scanner, der praktisch den Füllstand des Mana Pools misst. Noch eine Konstante, die noch ein bisschen was abzieht, damit wir praktisch auf einen gewissen Füllstand kommen. Und zwar, ja, also wenn der Mana Pool fast leer ist, um es mal so zu sagen. Ich glaube noch ein Viertel. Ich glaube es ist nur ein Viertel, ich weiß es jetzt nicht genau. Müsste ein Viertel sein. Dann wird hier ein Signal ausgegeben und der Hopper wird deaktiviert. Das heißt, man kann nicht weiter Items hier drauf droppen, bis das Ding endlich mal ein bisschen Mana hat. Damit nicht die Items hier drinnen liegen und dann vom Hopper, von der Hopperhawk eingesammelt werden, aber auch gar nicht umgewandelt werden können. Das ist im Endeffekt der ganze Sinn dahinter. Weil es können ja nicht Items, irgendwie 30.000 Items hier liegen, die werden ja vom Hopper immer in einer gewissen Zeit gedroppt. Dadurch haben wir eine super Regelung und nie zu viele Items. Genau, so. Und das war im Endeffekt das hier. Das war einfach nur wirklich die Sicherheit, sollte der Mana Pool mal leer sein, was er eigentlich nicht sollte, aber man weiß ja nie. Dann würde das Ding hier anspringen und das verhindern, dass noch weitere Items gedroppt werden. Einfach nur eine Sicherheitsmaßnahme. Gut, hier haben wir noch einen Draw voll mit Charcoal. In der wir ja nur so wenig haben. Ja. So, das sind noch die Dragon Egg Generator. Wir haben, glaube ich, noch Dragon Eggs, ne? Ja, wir haben noch 3 Dracheneier. Haben wir ja mal mit Yu-Yu Meta ein bisschen gemacht. Gut, Geh erstmal hin. Und zwar Scrapbox-Produktion. Woo! Haben wir auch jede Staffel gemacht. Diese Staffel kommt das ein bisschen einfacher machen. Letzte Staffel mussten wir einen Haufen Cobblestone generieren, damit wir die schiere Gier der Compacting Recycler erfüllen können. Die Compacting Recycler machen ja aus irgendwelchen Items, egal was, Scrap. Mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Das heißt, nicht aus jedem Item bekommt man was raus. Das heißt, wir können die auf eine extrem hohe Geschwindigkeit bringen. Und so 90.000 Gibbel. Und dann rattern die durch die Items durch und generieren eigentlich immer mal wieder Scrap. Und was wir gemacht haben, damit wir die Items diesmal zur Verfügung stellen können, ist folgendes. Wir haben Storage Bus. Storage Bus, im Endeffekt zum Speichern und Rausnehmen von Items. Ganz einfach. Brauchen wir nur einen Input
und haben bidirektional. Ganz einfach. Und was wir hier gemacht haben, weil wir brauchen einen extrem schnellen Input. Hätten wir den nicht, wären die Items 0, nichts weg. Selbst stackweise Items einfach reintransportieren mit einer Conduit ist zu langsam. Und was machen wir deshalb? Wir haben hier unten einen Cobblestone Generator. Also hier haben wir Mining Upgrade in Transfer Node, Cobblestone Generator. Wir machen Cobblestone, packen den in den Bit Drawer. Das heißt, wir bekommen aus einem Cobblestone die entsprechende Menge an Bits pro Cobblestone. Wir können 1024 Cobblestone reinpacken. 16 mal 16 mal 16 ist ein Cobblestone. Ich rechne das jetzt nicht aus, ich bin jetzt zu faul. Und ich habe auch keine Lust, das irgendwie nachzugucken. Aber auf jeden Fall haben wir 4,2 Millionen Bits von Cobblestone. Und was wir einfach machen ist, wir nehmen mit Hilfe eines Filters nur die Bits raus. Das heißt, wir nehmen praktisch nur die Bits hier raus, die wir in einer extrem schnellen, mit einem Cobblestone generieren wir schon, wir brauchen keine Speed-Upgrades, gar nichts. Wir generieren einfach nur einen Cobblestone immer pro Zeit irgendwie langsamer und es reicht vollkommen. Und was wir hier haben, ist nochmal ein Speed-Upgrade und ein Stack-Upgrade. Stack-Upgrade sorgt dafür, dass immer gleich ein ganzer Stack rausgenommen wird. Und da wir hier nur eine geringe Strecke haben, die ja sofort was trifft, kriegen wir praktisch hier die ganze Zeit immer die Bits rein. Die ja teilweise immer noch zu wenig sind. Habe ich nur Speed-Upgrades? Also wir können theoretisch hier noch mehr Speed-Upgrades reinpacken. Aber so richtig bringen tut es auch nicht. Wie gesagt, ihr seht ja, dass da ordentlich Zeug immer rausgenommen wird. Und in so einer Geschwindigkeit einfach nur. Ja, also es ist schon sauschnell, was hier eigentlich passiert. Aber man sieht es einfach nicht, weil es immer wieder rausgenommen wird. Und was nämlich wir gemacht haben, wir haben einfach ein Interface hingestellt. Ein Interface, wenn wir da was reinpacken, versucht es immer automatisch an alle Storage Bus oder Storage Cells die Items rauszupacken. Wir haben hier Storage Bus. Und das ist die schnellstmögliche Verbindung, die wir haben. Weil alle Items, die hier drinnen liegen, werden sofort ja aufgeteilt auf alles Mögliche. Das heißt, sie werden sofort in den Storage Bus gepackt. Das heißt, schneller geht's nicht als das. Es geht nicht schneller. Wir packen die Items hier rein und sie sind sofort weg. Genau. Also das ist das Schnellste, was wir machen können. Was haben wir dann noch? In dem gleichen System ein Interface, welches überall Scrap definiert hat, sodass es praktisch aus dem Storage Bus automatisch das Zeug ja ins Interface zieht. Ist ja auch logisch. Das heißt, wir haben hier auch die schnellste Rückroute, die wir eigentlich nicht brauchen, weil es ist trotzdem eine relativ langsame Generierung, aber ja. Wir haben eine schnelle Rückroute für Scrap. Und dann machen wir folgendes, wir nehmen das Scrap raus, hier vom Stack Upgrade, packen es in den Mechanical Crafter und craften daraus Scrapboxen. Genau. 3 Speed-Upgrades reichen vollkommen, dass wir nicht zu wenig haben, aber auch nicht zu viel unbedingt. Und wir produzieren Scrapboxen. Die werden dann wiederum vom Storage-Bus aufgenommen. Wo sind wir hier? Da bin ich. Gut. Und hier haben wir noch einen Export-Bus. Also wir haben hier nochmal ein kleines Subsystem. Das Subsystem ist sehr bescheuert gemacht, gebe ich zu. Weil das hier ist einfach nur Energieübertragung, dieses Stück hier. Die beiden Dinge könnten eigentlich weg. Was wir haben, ist ein Level-Emitter, der einfach nur guckt. 1200 Scrap. Wenn hier drinnen, in dem Ding, mehr als 1200 Scrap sind, aus irgendeinem Grund, geht das Ding an, schaltet die Transfer-Node aus und hier kommt kein neuer Scrap rein. Das ist wichtig, damit das Ding nicht überfüllt und wir nicht am Ende keine Scrapboxen mehr reinpacken können. Das ist das Problem. Wir können nicht craften, wenn das Inventar voll ist. Wir können es nirgendwo hinpacken. Das ist ein großes Problem. Deswegen, Notfall aus. Dann geht das aus, das Ding craftet die ganze Zeit. Wir exportieren es hier, weil Storage Bus kann ja im Endeffekt wie Inventar. Das heißt, wir exportieren die ganze Zeit ins Interface rein, was in unser Haupt-MME-System geht. Und das ist nur Strom. Genauso wie das hier. Das ist einfach nur ein P2P-Tunnel-EU, wo praktisch wir hier aus dem MV-Transform den Strom rausnehmen. Hier dahinter ist Insulated Copper Wire. Das sieht man nicht, weil wir es mit Construction Foam eingeplottert haben. Und dann angemalt. Und das bringt einfach nur den Strom hier runter. Genau. Und das ist unsere komplette Scrapbox-Automatisierung. Die relativ gut funktioniert. Also wir haben eigentlich immer genügend Scrapbox. Kann man nicht sagen.
es ginge schneller. Wir können noch mehr Compact und Recycler natürlich aufstellen und, aber brauchen wir nicht. Man kann es natürlich auch theoretisch unendlich weit machen, weil der Storage-Bus muss ja nur von einer Seite gesehen werden. Das heißt, man kann eigentlich unendlich viele in Richtung bauen. Würde funktionieren. Ja. Also man kann sehr viel Spaß damit haben, aber haben wir nicht, weil das reicht erstmal. Das Problem ist, man muss dann auch noch mehr produzieren, mehr hier reinbringen, was ich nicht richtig kann. Und deswegen lassen wir es. Gut. Gehen wir hier hin. Und zwar haben wir noch ein bisschen unsere Stromversorgung. Wir haben ja drei Stromversorgungen. Wir haben eine Hauptstromversorgung, eine Notstromversorgung und eine Not-Not-Stromversorgung. Ja. Das ist unsere Hauptstromversorgung. Sieht klein aus, bringt aber viel. Und zwar haben wir Palace of RTG Fuel. Also Radioisotope Thermoelectric Generator Fuel. Was das Ding macht? Atomarer Zerfall von Atom, Plutonium und so weiter. Erzeugt Wärme. Diese Wärme wird hier einfach in Strom umgewandelt in den Dingern. Um es mal zu erklären, wer es eigentlich macht. Genau, und dann haben wir hier das RTG-Fuel. Hier drin erzeugen wir einen Haufen Wärme. Und ein so ein Ding macht, glaube ich, 32 U-Produkt müsste es sein, wenn ich mich recht entsinne. Das heißt, wir haben hier 2, 4, 6, 12, 18 mal 32 U. Sollte relativ reichen. Wir haben ja noch einen HV-Transformer, der uns das noch ein bisschen runterregelt, damit nicht der MFE im Notfall explodieren kann. Was eigentlich nicht sein sollte, aber man weiß ja nie. Und dann haben wir einen MFE mit 512 EU pro Tick, was praktisch in unserem E-System geht, welches sage und schreibe 1,1 kRF beziehungsweise 300 EU pro Tick frisst. Das heißt, wir sind auf jeden Fall noch unter den 512. Sollten wir mal über die 512 kommen, haben wir ein Problem. Genau. Aber das ist erstmal unsere Stromversorgung. Dieses Zeug produziert unendlich lange, weil so ein Plutonium komplett zerfallen ist, dauert es einen Moment. Das heißt, es ist einfach eine unendliche Energiequelle. Plutonium ist allerdings relativ schwierig zu bekommen, weil wir müssen es ja aus den Depleted Fuel Rods bekommen wir es ja nur. Und deswegen, da muss man erst ein bisschen Industrial Craft machen und lange Strom verballern im Endeffekt, damit man dann das schön machen kann. Genau, und dann haben wir jetzt hier einfach einen Haufen aufgebaut. Und drüben haben wir auch nochmal, auf der anderen Seite haben wir noch ein paar mehr stehen von diesen Dingern, die auf der anderen Seite nochmal unsere Quantum Bridge, dieses Ding hier, was auf der anderen Seite nochmal steht. Quantum Ring. Network Bridge, keine Ahnung. Mit Strom versorgt. Nochmal zusätzlich, damit da drüben auch immer Strom da ist und damit nicht irgendwie mal was abkapselt. Genau, das ist Stromversorgung. Das ist Hauptstromversorgung. Notstromversorgung kommt von drüben, unser Reaktor kommt hier drüben an. Und das Ding hier ist einfach folgendes. Und zwar sagen wir hier, hat das im E-System einen Cobblestone? Wir sollten immer Cobblestone im E-System haben. Ein Cobblestone. Wenn das im E-System aus ist, geht auch diese Fackel aus. Fertig. Wir können es auch natürlich mit Strom machen. Wir können hier einen Typ auch auf Strom setzen. Will ich aber nicht. Weil das ist mir zu doof. und dann haben wir jetzt hier nochmal einen MFE, der hier reingeht in den Energy Acceptor, der allerdings nicht angeschlossen ist, bis ich diesen Toggle Bus aktiviere. Und was passiert, wenn es im E-System ausgeht? Dann geht das praktisch flupp, Strom fließt rein, ME-System geht an, wenn es wieder an ist, geht es wieder aus und dann wupp und dann wieder so und dann wupp und dann wieder so und dann wupp und dann wieder so. Es ist ein bisschen kompliziert, ein bisschen doof, aber es funktioniert. Ja, dann sind wir jetzt Chunkloader. Hey. Genau. Und das hier ist im Endeffekt nochmal ein P2P-Teil mit EU, der einfach nur durch das ME-System leitet. Wir sollten halt genug Strom. Also das Problem ist, eigentlich müssten wir das so bauen, dass wir hier ein kleines Subsystem haben, welches nur von diesem Strom bepowert wird. Und dann hier halt irgendwie ein Item reinlegen. Ein bestimmtes Item nur für dieses Subsystem. Das leiten wir dann hier rüber und fragen das hier drüben ab mit dem P2P-Teil. Eigentlich wäre das das Optimale, weil das, wie gesagt, wird an- und ausgehen die ganze Zeit. Aber wir würden, das ME-System würde niemals komplett ausgehen, weil es praktisch sobald es ausgeht, sofort wieder Strom kriegt. Also wir haben ganz kurze Downphasen dann. Ganz kurze erstmal.
Aber wie gesagt, das wäre eigentlich das Optimalste. Du machst hier irgendwie ein bestimmtes Item in einem Subnetzwerk, das fragst du ab. Und wenn das Ding hier einbrechen sollte und hier kein Signal mehr rauskommt, dann kapau. Dann geht das Ding kaputt. Musst du natürlich alles separat machen, damit sie es nicht gegenseitig powert und was weiß ich nicht. Ist alles so. Ja. Genau. Und dann machen wir das. Yay. Und das hier ist unsere Notnotstromversorgung, die glaube ich nicht mehr angeschlossen. Doch, die ist glaube ich angeschlossen. Haben wir die angeschlossen? Ich weiß nicht, ob wir die angeschlossen haben. Haben wir die angeschlossen? Weiß nicht. Jedenfalls haben wir hier einen Haufen Combustion Generator, die uns schön aus Rocket Fuel und Wasser ein wenig Strom generieren. Jedes Ding macht 160 F pro Tick. Wir könnten hier noch einen Haufen hinstellen. Das ist egal. Und hier haben wir praktisch unseren kleinen Speicher mit 225 Millionen F. Sollte auch im Moment reichen. Und das Ding bepowert unsere ganzen Maschinen. Wir haben ja auch noch Wireless RF-Batterie. Die es uns erlauben, dass wir diese Dinge hier hin platzieren können. Diese Wireless RF-Transmitter. Überall, wo wir wollen. Und dann können wir mit dem Transmitter 80 RF pro Tick in jede Maschine leiten. Und das ist sehr gut. Das heißt, an vielen Stellen lohnt sich das meist mehr als irgendwie ein Kabel hinzulegen oder irgend sowas. Weil wir können einfach sagen, okay, wir bauen jetzt einen kleinen Maschinenapparat hier auf die Seite. Er soll eigenständig sein, er braucht ein bisschen Strom. Wir nehmen diese Wireless RF-Batterie, kein Problem. Richtig genial. Und wir brauchen keine Menschen Transceiver dafür, wenn wir jetzt nur 20 RF übertragen müssen oder so. Das heißt, das Ding ist perfekt. Und wir brauchen keine Kabellage. Genau. Das ist das, das ist das. Das ist die, hier sind die beiden Versorgungen. Das ist einmal Wasser, einmal Rocket Fuel. Genau, was haben wir hier noch? Das sind im Endeffekt nur die Automatisierung für den Rainbow Generator ist das hier. Das hier drüben war für Soulforge Steel. Das Problem ist aber, das Ding hier ist mittlerweile kaputt. Früher hat es halt gesagt, okay, ein Stack von jedem Item, aber nicht mehrere von einem Item. Mittlerweile kann man mehrere von einem Item haben, deswegen ist es kaputt. Das ist wunderbar. Hier oben ist der Kuchen für die Kikimurus drin. Und hier oben die Cellular Blocks für Botania. Also für das Spiel da. Ja, genau. Ich würde sagen, als nächstes gucken wir uns mal dann nächste Folge. Ja, nächste Folge dann. ME-System machen wir ganz zum Schluss nochmal einen kleinen Rundgang, würde ich sagen. Dass wir uns das nächste Mal um Battle with Mods kümmern und dann noch ein paar andere Dinge. Vielleicht machen wir Industrial Craft noch fertig. Ja, mal schauen, was wir dann machen. Gut. Aber erstmal, das war erstmal das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War vielleicht noch mal ein bisschen interessant. Auch wenn ich ein bisschen schnell gesprochen habe, wie immer. Aber wenn ich die fertig habe, kann ich halt schneller drüber reden. Das ist so. Und deswegen sage ich jetzt Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und ja. Gehabt. Musste ich ernsthaft noch gähnen. Toll. Weil ich zu schnell gesprochen habe. Wie immer. Gehabt euch wohl, wollte ich sagen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Und noch einen schönen Tag. Tschüss.